Yay, hallo, ich grüße dich. Hier ist Kay. Herzlich willkommen zu diesem neuen Impuls. Und heute geht es zum einen um den Heißhunger und was tatsächlich hinter ihm steckt, warum wir den überhaupt haben. Und zum anderen auch darum, welche gesunden Lebensmittel gar nicht wirklich so gesund sind für dich und deinen Körper. Und insgesamt geht es auch noch darum, warum bei uns Frauen besonders ab einem bestimmten Alter die Pfunde immer schwerer purzeln wollen, beziehungsweise warum sie denn langsam und stetig nach oben steigen, obwohl wir überhaupt nichts anderes machen. Ja, obwohl wir essen gleich, wir trainieren gleich, ist alles gleich, aber das Gewicht steigt immer weiter nach oben und es setzt sich am Bauch fest und an der Hüfte. Oder, was meiner Meinung nach noch viel schlimmer ist, was ich auch erlebt habe, ist, man trainiert und man guckt und man achtet auf die Ernährung und ja, ist da voll motiviert und nischt tut sich. Also, ich meine, schlimmer kann es nicht sein, ne? Wenn man sich abmüht und es tut sich nichts. Bevor wir aber loslegen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich für das Feedback bedanken. Zum ersten Video. Falls du es nicht gesehen hast und schaust dieses Video gerade auf YouTube, dann findest du es entweder hier oder hier oben. Schau es dir gerne an. Falls du es gerade nicht auf YouTube schaust, geh schnell zu meinem YouTube-Kanal, gib K-Fitz gibt es einer, findest du mich ganz einfach. Und dann schau dir definitiv das erste Video an, wo es um das erste größte Hindernis auf deinem Weg zum Wohlfühlkörper ging. Ja, wir wollen uns ja alle, im Prinzip wollen wir uns ja alle nur wohlfühlen. Falls du mich jetzt noch gar nicht kennst, mein Name ist Kay Fitzgibbons. Ich bin Personal Trainerin, Bestseller-Autorin und Gründerin von Mission Possible. Mit Kay ist alles möglich und ich sag alles Mission Possible, nicht Impossible, nicht verwechseln. Und ich habe in den letzten 21 Jahren, wenn ich wirklich in diesem Bereich tätig bin, so vielen Frauen geholfen. Ich habe so viele Frauen auf ihrem Weg begleitet, auf ihrem Weg zum Wohlfühlkörper, zum wirklich, ja, voller Lebensfreude, strahlend durchs Leben zu gehen, nicht nur zu funktionieren, sondern eben auch mal ein bisschen mehr auf sich zu achten. Und das in vielen verschiedenen Bereichen, ob das über die Bewegung ging, über die Ernährung, über das Mindset, über die Körperarbeit. Also ich bin da recht breit gefächert. So, dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, eventuell wunderst du dich auch, ne? Du machst und tust, du schaust jetzt schon, dass du grüne Smoothies trinkst und du trainierst jetzt wirklich jeden Tag, auch wenn es nur ein bisschen ist. Aber ja, du hast gehört, es ist definitiv okay, wenn es nur ein bisschen ist, unter anderem auch von mir. Und trotzdem tut sich nichts. Schlimmer noch, wenn es auf der Waage nach oben geht, ja, also du bemühst dich und das Gewicht steigt trotzdem. Ganz grauenhaft, sag ich dir. Ob bei mir tatsächlich das Gewicht auf der Waage gestiegen ist, als ich das gemerkt habe, weiß ich nicht. Ich habe schon seit Jahrzehnten keine Waage mehr, aber man fühlt es ja, ne? Man fühlt sich einfach nicht wohl. Man merkt irgendwie, die Hose, die saß auch schon mal anders. Also man hat einfach dieses Gespür dazu. Und du glaubst gar nicht, wie viele Frauen mich tatsächlich täglich anschreiben. Frauen, die total frustriert sind. Hey, und ich kann es verstehen, mir ging es ähnlich. Ich habe dann am Schluss, habe ich gesagt, ach, am besten trinkst halt jetzt nur noch Wasser und Brot. Das hatte ich schon mal in meinem Leben. Also meine Güte, ja, wenn das anders nicht funktionieren will. Ich habe genau das Falsche. Genau das. Also diese Frauen schreiben mich an und beschweren sich quasi, ich verzichte auf alles Mögliche, ich beherzige auch deine Tipps, wobei ich nie von Verzicht rede, nur mal so nebenbei erwähnt. Ich trainiere, ich mache, aber es tut sich nichts. Also, pass auf, wir tauchen mal ein in das Thema. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Lebensmittel und du machst dir mal so ein paar Gedanken dazu, was du so über die denkst. Okay? Vollkornbrot, lecker Vollkornbrot mit Körnern und so. Quinoa. Haferflocken, Orangensaft, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Mais. Und was denkst du? Gesund, oder? Klingt ja, Vollkorn ist immer gesund. Lecker? Ja, nur so, bestimmt.
Einiges kann da schon ganz schön lecker sein. Oder denkst du eher, oh, das Öko-Zeug, gehen wir doch fort mit dem Vollkorn-Zeug. Wir lassen es einfach mal so stehen, gehen aber noch einen Schritt weiter. Ich gebe dir jetzt mal ein Frühstück. Eine Schale Haferflocken, also wirklich Haferflocken, pure Haferflocken, kein Fertigmüsli. Schale Haferflocken mit Joghurt und Banane, Apfel, Birne drin, ja, ist richtig schön, viel Obst. Dann ein Vollkornbrot mit Honig und ein Glas Orangensaft dazu. Und ach, weil halt alles gerade so schön ist, isst man noch eine Banane dazu. Ne? Obst schadet ja nie. Wenn du mir jetzt von diesem Frühstück tatsächlich erzählst, mache ich erstmal so. Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen. Ich greife mir an die Schläfen. Ja, es ist da. Es ist, weißt du, was es ist? Es ist eine stärkehaltige Kohlenhydratbombe, die quasi in deinem Körper landet. Ja, es sind Kohlenhydrate pur. Das Brot, die Haferflocken, das Obst, die Banane, der Orangensaft. Jetzt machen wir einen ganz kleinen Exkurs. Ich mache es wirklich kurz. Ganz kleinen Exkurs in das Thema Kohlenhydrate. Wir unterscheiden zwischen einfachen Kohlenhydraten und komplexen Kohlenhydraten. Und dann unterscheiden haben wir nochmal so zwei Hauptkategorien. Wir haben die Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index. Das sind die guten Kohlenhydrate. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel, der steigt langsam an und dann bleibt er da oben und dann sinkt er langsam wieder ab. Und dann haben wir die mit hohem glykämischem Index. Das sind die Blutzuckerspitzen. Ne? So, wupp geht hoch und wupp wieder runter. Und wenn du unten bist, hast du das Gefühl, ich müsste jetzt aber schon wieder essen. Es wird jetzt hier zu weit führen. Ich gehe bei Mission Possible Ape wirklich komplett darauf ein, dir das alles zu beschreiben, ja, alles einzeln aufzugliedern. Was ich dir aber sagen kann, Kohlenhydrate, ja, es gibt stärkehaltige Kohlenhydrate und es gibt eben Kohlenhydrate, die keine Stärke enthalten. Und die einzigen, die keine Stärke enthalten, das sind quasi die einfachen mit dem niedrigen glykämischen Index. Das ist Fakt. Und das zum Beispiel Mango, Papaya, Ananas und Beeren. Das sind die mit niedrigem glykämischen Index jetzt in der Obstsparte. Auf der Gemüseseite haben wir dann natürlich auch die ganzen Blattgrünsorten. Wir haben aber auch den Kohl. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die man essen kann. Alles andere, wo du jetzt gerade denkst, Nudeln, Vollkornnudeln, Vollkornbrot, normales Brot, Baguette, Pizza, Pasta, Kekse, Schokolade, Eis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, sind alles stärkehaltige Kohlenhydrate. Aber wie gesagt, das wird jetzt hier auch zu weit führen, das alles dir komplett zu erklären. Was jetzt aber wichtig ist, wenn ich dir jetzt sage, okay, dieses Frühstück, das du zu dir nimmst, ne? Wenn du also jetzt wirklich so die Haferflocken und das Vollkornbrot isst, ist tatsächlich ein sehr stärkehaltiges Frühstück, dann ist ja im Prinzip die Lösung, wenn es nicht gut ist, dass du keine Kohlenhydrate mehr isst, oder? Und ich höre dich ja jetzt schon aufschreien, ja, habe ich ja gewusst, da geht es ja wieder darum, keine Kohlenhydrate oder Low Carb, also sprich wenig Kohlenhydrate. Boah, nee, habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich liebe meine Pizza zwischendurch, brauche meine Nudeln. Und ich verstehe dich und es ist definitiv nicht so, dass ich dir das jetzt sagen werde, denn wir brauchen Kohlenhydrate. Unser Körper braucht Kohlenhydrate, aber dazu später mehr. Ich mag dir ganz kurz erklären, was mit Kohlenhydraten im Körper passiert. Ich mache es auch wirklich kurz und ich mache es auch nicht so kompliziert. Kohlenhydrate kommen in den Körper und sämtliche Kohlenhydrate, ob das nun die guten oder die bösen sind, ja, die komplexen oder die einfachen, sämtliche Kohlenhydrate, die kommen, die werden im Körper so lange zerlegt und umgebaut, bis letztendlich als Grundbaustein Glucose übrig ist. Glucose, Traubenzucker. Dieser Blutzucker wird dann durch das Blut transportiert und dient deinen Körperzellen als Energielieferant.
Ne, also kennen wir auch. Deswegen nehmen wir auch, wenn wir uns schwach fühlen, nehmen wir einen Traubenzucker und dann läuft das Ding schon wieder, ja? Jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich wenn wir zu viele besonders stärkehaltige Kohlenhydrate, und wir haben ja gerade gelernt, das ist so eigentlich alles, wenn wir zu viele von den stärkehaltigen Kohlenhydraten kombinieren, geht die Aufspaltung, also dieses, ne, Kohlenhydrate aufspalten, Glucose kommt raus, sehr schnell, sodass plötzlich ganz viel Glucose im Blut landet und dein Blutzuckerspiegel wirklich immer hochschnellt. Je mehr Kohlenhydrate du isst, desto mehr wird der Körper stimuliert, Insulin zu produzieren. Insulin ist ein Hormon, wird in der Bauchspeicheldrüse, Sprachfindungsstörung, wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet, reguliert übrigens, ob der Körper überschüssige Energie aus der Nahrung als Körperfett speichert oder verbrennt. Und ich sage dir eins, wenn der Körper immer wieder zu viel Energie bekommt in Form von zu vielen Kohlenhydraten, dann speichert er diese überschüssige Energie in den Fettzellen ab. Voll interessant, oder? Jetzt kommt aber noch dazu, wenn dein Körper Insulin produziert, was er ja immer wieder tut, wenn Kohlenhydrate kommen, und jetzt fragst du dich mal, wie viel Kohlenhydrate du so tagsüber isst, produziert er nicht nur Insulin, sondern ist auch nicht im Fettverbrennungsmodus. Ergo, je mehr Kohlenhydrate du isst, desto weniger bist du im Fettverbrennungsmodus. Und da kannst du noch so viel trainieren. Das darf man gerne mal verstehen. What a bummer. Ja, also, aber gibt auch eine gute Nachricht. Und zwar können wir die Insulinproduktion kontrollieren. Jetzt pass auf, mir ist es so wichtig, dass du das verstehst. Du isst Kohlenhydrate, der Körper wird stimuliert, Insulin zu produzieren. Die Kohlenhydrate werden in Glucose zerlegt, was wiederum den Blutzuckerlevel erhöht. Ein erhöhter Blutzuckerlevel triggert die Freigabe von Insulin. Also der Körper produziert schon wieder Insulin. Insulin reguliert den Zucker im Blut, ja, schickt es in die Blutlaufbahn, habe ich ja gerade erklärt. Und die Glucose wird als Energielieferant genutzt. Mega spannend. Also würdest du das doch bedeuten, je mehr Kohlenhydrate du isst, desto mehr Energie hast du, oder? Jetzt frage ich dich aber mal, wie geht's dir denn nach Pizza, nach Pasta, ja, nach so einer richtigen, reichhaltigen Mahlzeit? Wie geht es dir danach? Wie geht es dir sonntags morgens, wenn du ein Brötchen und ja, und dann noch ein bisschen Müsli, ne, so richtig schönes, ausgiebiges Frühstück? Wie geht es dir? Wie geht es dir dann? Die meisten Menschen, mich inbegriffen, ich habe das Ganze auch durch, sind danach erstmal müde. Ne? Nach dem Essen sollst du ruhen, heißt es ja auch so schön. Weil man einfach zu viel gegessen hat. Aber nicht nur zu viel im Allgemeinen, weil Essen ist ja auch was Tolles, sondern zu viel von allen möglichen Dingen, besonders von Kohlenhydraten. Je mehr Kohlenhydrate du isst und dein Körper eben die Insulinproduktion antriggert, ja, und wirklich beschäftigt ist, desto mehr Energie braucht er auch tatsächlich. Und das ist dann die Energie, die dir fehlt. Und nochmal, wenn du dann durch diesen Overload an Kohlenhydraten immer mehr Energie aufnimmst, ist es nicht so, dass dein Körper sagt, oh ja, hier mehr Energie, super, dann kann ich die Energie nutzen, um das alles zu verarbeiten. Nein, im Gegenteil, das speichert er als Fett ab. So. Auch das hat eine, ich sag jetzt mal, wissenschaftliche Erklärung, wird jetzt hier wirklich zu weit führen, mag dich auch gar nicht mit diesen ganzen Fachbegriffen wirklich langweilen. Und ich weiß, ne, es ist unheimlich schwierig, das alles zu verstehen. Aber auch jetzt sag ich und sagst eventuell auch du, na, ist doch aber logisch, dann essen wir eben keine Kohlenhydrate mehr, dann findet keine Insulinproduktion statt. Und somit speichert der Körper auch keine überschüssige Energie in den Fettzellen. Ist doch super einfach.
Nein, ist es eben nicht. Denn wie ich dir vorhin schon gesagt habe, unser Körper braucht Kohlenhydrate. Und jede No-Carb- und Low-Carb-Diät, die ist zum Scheitern verurteilt. Ich finde Diäten übrigens sowieso total schrottig. Ist was, was kein Körper braucht. Denn nicht nur das mit zum Beispiel einer Low-Carb- oder No-Carb-Diät wird viel Wasser aus dem Glykogenspeicher gezogen. Pro 1 Gramm Glykogen verlierst du 30 Milliliter Wasser. Das heißt, du nimmst schön ab am Anfang. Jetzt geh aber mal wieder zurück zu deinen Haferflocken als Frühstück und zu deinem Brot als Abendessen. Dann ruckzuck hast du das Wassergewicht wieder drauf und nimmst auch sofort wieder zu, weil der Körper bunkert. Ja? Also, Jojo-Effekt ist vorgegeben. Was ist jetzt aber die Lösung? Pass auf, ich habe zwei gute Nachrichten. Die erste ist, wir haben ja nicht nur den Baustein Kohlenhydrate in unserer Ernährung, sondern wir haben auch den Baustein Fette und Proteine. So, bei Fett schreit ja sofort jeder auf, ah, Fett macht Fett, lass mich in Ruhe, im Leben nicht, das mache ich nicht. Das liest man ja überall. Und ja, ganz ehrlich, ich gebe den Werbetreibenden auch recht, Fett kann Fett machen, wenn ich das falsche Fett esse. Also wenn ich mich von Donuts und Pizza und was gibt's denn noch alles, ja, allem möglichen fettigem Zeug, irgendwelche Teilchen ernähre, ja, dann kann ich ja garantieren, da werde ich definitiv fett. Ja, also alles, was mit Fast Food zu tun hat, da werde ich fett. Das sind aber nicht die Fette, von denen ich spreche. Ich spreche von guten Fetten. Von einem guten Olivenöl, von Nüssen, von Saaten, von alles, was mit Kokos zu tun hat, von Avocado. Und so viele, wenn ich anfange mit ihnen zu arbeiten und ich dann sage, so, jetzt bauen wir erstmal Avocado ein. Oh, nee, Avocado macht dick. Nein, tut sie eben nicht. Weißt du, was Fette tun? Fette verlangsamen die Aufnahme von Kohlenhydraten. Voll genial. Und wenn die Aufnahme von Kohlenhydraten verlangsamt wird, dann wird auch die Insulinproduktion nicht so angetriggert und sprich dein Blutzuckerlevel schießt auch nicht nach oben, der wiederum mehr Insulin produzieren muss. Also gewonnen auf ganzer Linie. Aber nochmal, gute Fette, kein Fastfood. Und wenn du jetzt noch den dritten Baustein zu dir nimmst, nämlich Protein, also sprich tierisches oder pflanzliches Eiweiß, dann wird Glucagon produziert. Auch wieder so ein toller Begriff. Ne? Glucagon ist quasi das Gegenteil vom Insulin. Und Glucagon hilft deinem Körper, ein Übermaß an der Insulinproduktion zu regulieren. Also du musst, weißt du, das ist das Gigantische gerade. Es ist nicht, dass ich sage, Mensch, jetzt lass doch mal bitte die Kohlenhydrate weg. Ne? Also das geht ja gar nicht. Nein, ich sag dir, du kombinierst die Kohlenhydrate mit Protein und mit Fett, denn beide unterstützen deinen Körper, den Prozess zu verlangsamen und die Produktion zu regulieren. Ja, und nicht nur das, sondern Glucagon hilft eben auch deinem Körper, eingelagertes Glykogen, was wir gelernt haben, Fettzellen, loszulassen. Also, du gewinnst auf ganzer Linie und du musst noch nicht mal auf was verzichten. Außer du ernährst dich jetzt die ganze Zeit von Donuts und Pizza und Döner und was weiß ich nicht alles. Und weißt du, was mich immer so nervt? Dass das alles, das klingt so mega kompliziert. Oh Gott, Glucagon, Glykogen, Glucose, Zungenbrecher. Ja, wie soll ich das mir alles merken? Wie soll ich, ne, musst du ja gar nicht. Ich habe mal einen Beitrag geschrieben, da ging es darum, seit wann ist denn Ernährung so kompliziert geworden? Ernährung ist nicht kompliziert. Ernährung ist Nahrungs- und Energieaufnahme, mehr nicht. Wenn ich Energie aufnehme, dann habe ich Energie, um sie dann wieder fürs Atmen, fürs Denken, fürs Bewegen, für was auch immer, Lachen, Spaß haben, benutze. Esse ich aber immer wieder zu viel von einem Baustein, ja, ob das jetzt zu viel Fleisch ist, ob das zu viel süß ist, also sprich wiederum zu viel Stärke, oder auch ob das zu viel fettiges Zeug ist, was mir nicht gut tut, dann geht das Ganze out of whack, wie man im Englischen so schön sagt, out of balance, außer Balance. Und ich muss dir eins sagen, wenn es um dich und deinen Körper geht, dann ist Balance, das siehst du jetzt bitte vor dir, in riesengroßen roter Leuchtschrift, Balance, das Zauberwort. In jedem Bereich, in der Bewegung, in der Ernährung, beim Schlafen, mit dem Stress,
in jedem Bereich ist Balance das Zauberwort. Von Säure-Basen-Haushalt, Hormonhaushalt, ja, mal ganz zu schweigen. Okay, also merk dir dieses Wort, du wirst es in den nächsten Wochen noch öfter von mir hören. Also, Ernährung ist nicht kompliziert und Ernährung heißt auch nicht, ich muss auf alles Mögliche verzichten. Ernährung heißt einfach, ich muss wieder lernen, denn wir konnten es mal, wie denn quasi mein Teller auszusehen hat, damit die Aufnahme von Kohlenhydraten zum Beispiel verlangsamt wird und damit ich mit den richtigen Bausteinen meinen Körper unterstütze. So einfach ist es. Ja? Es ist wirklich mega einfach. Man muss es halt wissen. Und wenn man es weiß, darf man es dann auch noch umsetzen. Wenn du jetzt dich natürlich auf Schur stellst und sagst, oh, ich will aber hier jeden Abend meine Pizza essen. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das möchte, aber kann ja sein, ja. Und ich verzichte auf keinen Fall irgendwie auf meine 3 Tafeln Schokolade am Tag. Und dann sage ich, okay, dann ne, kannst du jetzt abschalten. Weißt du, es geht um ein gesundes Maß. Bei allem im Leben, bei allem im Leben. Das sage ich, deute ich jetzt nicht mit dem Finger auf dich und sage, boah, du darfst keine Schokolade mehr essen. Natürlich kannst du Schokolade essen. Ich mache zum Beispiel an meine Keto-Brownies, da kommt eine ganze Tafel 85%ige Schokolade dran. Ja, ich liebe alles, was schokoladig ist. Ja, Schoko-Nice-Cream, Schokomousse, also wunderbar. Nur ich weiß, wie ich es kombiniere. Du bekommst jetzt von mir 3 Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und ja, also du kannst dir vorstellen, natürlich habe ich noch viel mehr Tipps. Die jetzt alle mit dir zu teilen, würde ich zum einen total überfordern und zum anderen gehe ich da auch wirklich sehr exquisit und in kleinen Häppchen bei Mission Possible Ape drauf ein. Das ist mein großes Gruppencoaching, ja, wo man wirklich quasi von der Pike auf lernt, okay, so bringe ich meinen Säure-Basen-Haushalt in Balance, was mega wichtig ist, wenn du Energie haben möchtest. So weiß ich, welcher Stoffwechseltyp ich bin und was ich damit mache und wie ich trainiere in nur 7 bis 10 Minuten, damit ich dauerhaft im Fettverbrennungsmodus bin. Ich bin zum Beispiel dauerhaft im Fettverbrennungsmodus, muss ich etwas machen. Ich sitze jetzt hier und erzähle mit dir und bin im Fettverbrennungsmodus. Ja, das geht, wenn man weiß, wie. Und weißt du, wie genial das ist? Da kannst du deine Schokotan-Sahnetorte schlemmen und weißt genau, hey, ich habe heute Morgen ein 7 bis 10-minütiges Video gemacht und ich bin jetzt noch 24 bis 36 Stunden danach in der Fettverbrennung. Also das soll mir mal bitte jemand nachmachen. Ja, das heißt, ich kann es voll genießen. Also darauf gehe ich aber, wie gesagt, gezielt in kleinen Schritten mit Action Steps, so nennen wir die, bei Mission Possible Ape drauf ein. Es ist ein mega geniales Programm. Ja, ich klopfe mir auf die Schulter, aber es ist tatsächlich so, weil die Frauen, die haben so viele tolle Erfolge und die fühlen sich so gut aufgehoben. Weißt du, was das Beste ist? Du hast mich jede Woche 1 Stunde an der Backe, da treffen wir uns nämlich zum Live-Call. Da gibt es immer ein besonderes Thema. Gestern Abend hatten wir Verjüngungskur, was man alles machen kann, ne? Damit man auch hier aussieht wie 25 und sich nicht nur so fühlt. Kleiner Scherz, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, es geht immer darum, wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl? Strahle ich das auch ganz anders aus? Ja, also wir haben jede Woche ein anderes Thema und das Beste ist, du kannst alle deine Fragen stellen und wenn es irgendwo hängt oder hakt oder du nicht weißt, wie oder was du mit deiner doofen Waage machen sollst, ja, das kannst du dann dort alles stellen. Gut, genug von Mission Possible Ape. Deine 3 Tipps. Pass auf. Tipp Nummer 1. Dein Körper braucht eine längere Pause, um die Sachen, die da reinkommen, ob das nun Kohlenhydrate, Proteine oder Fette sind, zu verwerten. Und ich finde immer, die Nacht eignet sich dazu wunderbar, weil da schlafen wir eh. Manche Leute schlafen 8 bis 9 Stunden. Ey, super! Ja, das heißt, du hast dann 8 bis 9 Stunden Pause. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Du bist jetzt abends auf dem Sofa, du hast schon zu Abend gegessen, sitzt jetzt auf dem Sofa und dann knabberst du noch ein paar Nüsse. Jetzt ist 21 Uhr. Nach den Nüssen ist Schluss. Und dann machst du eine 12 Stunden Pause. Das heißt quasi morgens, eine 10 bis 12 Stunden Pause, morgens ab 7 Uhr könntest du jetzt schon wieder essen. Ideal wäre 9 Uhr, aber geht auch 7 Uhr. Ja? Aber dann hat dein Körper jetzt wirklich die ganze Zeit eben diese Pause gehabt. Ich gebe dir noch ein Beispiel.
hattest Abendessen, schöne hier deftige Nudelpfanne, irgendwie vielleicht noch überbacken, ja, oder was auch immer, mit Zucchini, mit Tomaten. Gesund, oder? Vollkornnudeln. Mega gesund. Und danach geht's halt auch noch aufs Sofa und jetzt aber noch was Süßes. Und dann isst du ein bisschen Schokolade und dann ein paar Chips, weil die Kombi ist ja so cool, ne? Chips, salzig, so, Schokolade, süß. Und dann futterst du da noch ein bisschen vor dich hin. Um 11 geht's dann ins Bett. Und morgens um 6:30 gibt es da schon wieder Frühstück, weil Kids müssen in die Schule oder du musst zur Arbeit und dann muss man halt schon wieder essen. Morgens gibt es natürlich die Haferflocken mit dem Vollkornbrot. Das heißt, du gehst abends schon mit dieser Kohlenhydrat-Overload, also diesem Übermaß an Kohlenhydraten ins Bett. Und wie du gelernt hast, was da alles im Körper passiert, ne? Oh je, meine. Das heißt, dein Körper ist die ganze Nacht damit beschäftigt, dieses Zeug wieder abzubauen. Braucht dafür unheimlich viel Energie. Das heißt, du schläfst unruhig oder schläfst nicht wirklich durch, kannst nicht wirklich einschlafen, wachst morgens gerädert auf. Und morgens, was machst du? Kurbelst das Ganze natürlich gleich wieder an, weil du brauchst ja morgens Energie. Also sprich, du brauchst jetzt dringend dein Brot mit irgendeinem süßen Aufstrich. Je weniger Kohlehydrate du am Abend isst. Ich sag nicht keine, ich sag nicht hör auf irgendwie no carb ab 18 Uhr oder wie auch immer, darum geht es gar nicht. Aber je weniger Kombination du isst, gebe dir ein Beispiel, du isst ein Vollkornbrot, dann isst du eine Tomate dazu, dann machst du dir noch oder du machst dir einen Tomaten-Zucchini-Salat, sehr lecker übrigens. Was isst du dazu noch? Dann trinkst du auch noch ein Glas Apfelsaft oder ein Glas Orangensaft dazu. Ist ja gerade so herrlich erfrischend, ja. Und als Nachtisch gibt es dann noch irgendwie ein Stück Schokolade. Dann hast du eben wieder diese Kohlenhydratüberfülle. Ja, genau das ist das, was passiert. Obwohl du ein Vollkornbrot gegessen hast, Tomate und Zucchini, wo du denkst, hä, was? Das ist doch super gesund. Früher habe ich hier Tonnen an Käse und Schinken gegessen. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst aus deiner Kindheit, man isst den Käse nicht ohne Brot. Ganz ehrlich, isst den Käse lieber ohne Brot. Ja, also meine Kids durften das immer machen. Meine Kids durften immer Käse und die Große hat noch Wurst gegessen, die Kleine ja nicht. Immer das so essen und dazu gab es dann Gurke, gab es Möhre, gab es auch die Tomate. Weil nochmal, Brot, Tomate, Zucchini, Kohlenhydrate. Ja? Okay, Tipp Nummer 2. Du reduzierst einfach die stärkehaltigen Kohlenhydrate. Nicht nie wieder. Nie wieder Nudeln, nie wieder Pasta, nie wieder Teilchen, nie wieder Sel, nie wieder jenes. Nein, du reduzierst sie. Und zwar auf 2 bis 3 Portionen am Tag. Ich habe Anfang des Jahres, Februar, habe ich angefangen, ein 12-Wochen-Programm, das ich für mich entwickelt hatte, quasi, einfach um auch bei Mission Possible Ape noch besser unterstützen zu können. 12 Wochen lang keto-vegan gelebt. Keto-vegan heißt hohe Zufuhr an Fett und Protein und ganz geringe Zufuhr an Kohlenhydraten, um es einfach mal kurz zu erklären. Und ich hatte mir als Ziel gesetzt, weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja, jetzt. Was sind 20 Gramm Kohlenhydrate? Ne? Ging mir genauso. Jetzt musst du ja wissen, ich esse ja weder Brot noch Nudeln noch Reis. Ja, das habe ich ja schon ewig von meinem Essensplan gestrichen. Und die ersten 3 bis 4 Tage, was glaubst du, wo ich war mit den Kohlenhydraten? Ich habe das natürlich akribisch alles aufgeschrieben. Ich habe es gehasst. Ich bin ja da. Ne? Kalorien zählen oder da irgendwelche, bin ich ja gar nicht. Halte ich überhaupt nichts davon. Aber ich musste ja gucken, wie funktioniert es. Ich war in den ersten 3 bis 4 Tagen zwischen 50 und 70 Gramm Kohlenhydrate. Und nochmal, ich esse kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, ja, nicht die typischen Dinge, wo man sagt, ah ja, ist ja klar, oder Pizza, ja, oder so Zeug, nix. Ich habe aber gestaunt, sag ich dir. Ja, ich war total baff. Ich habe gesagt, wo kommt denn das ganze Zeug her? Ja, ich wusste es ja natürlich, denn ich hatte ja akribisch aufgeschrieben. Zucchini, Tomate, auch eine Aubergine hat Kohlenhydrate. Ja? Also allein schon durch den Gemüseanteil, weil bei Obst wusste ich ja sofort, okay, keine Banane mehr, wir lieben Bananen, keine Banane mehr, keine Äpfel, keine Birnen. Also nur in Massen, sage ich immer. Es ging ja darum, was zu zeigen. Ja? Wie viel Gramm Kohlenhydrate möchte ich essen? Ich sage nicht, dass du nie wieder Bananen essen darfst.
Also das hatte ich ja auch schon alles eliminiert, weil mir das so klar war. Und natürlich ist mir klar, dass eine Zucchini Kohlenhydrate hat. Ich meine, ich bin seit über 20 Jahren hier in dem Bereich tätig. Aber dass sie so einen Einfluss hat auf die Kohlenhydrate, das wusste ich nicht. Und das ist noch nicht mal ein stärkehaltiges Kohlenhydrat. Ja, und jetzt isst du mal Kartoffeln, Süßkartoffeln, auch Möhren haben einen höheren Anteil oder wie gesagt, die Tomaten haben einen höheren Anteil, sind aber nicht stärkehaltig. Und dann isst du noch deinen Reis dazu, voll gesund, ne? Eine schöne Portion Reis mit ein bisschen Zucchini-Gemüse, super lecker. Nein, also ja, aber nicht in der Kombination. Ja, und das ist genau das, worum es geht. Und auch das lernst du tatsächlich in Mission Possible 8, weil da A, gucken wir genau, welcher Stoffwechseltyp bist du. Und B, gucken wir dann eben auch drauf, okay, wie darf denn dein Teller aussehen? Wie viel Prozent ungefähr Kohlenhydrate brauchst du? Wie viel Prozent Fett brauchst du? Wie viel Prozent Protein? Und was darfst du jetzt bitte alles essen? Und das Geniale ist, du darfst so viel essen. Das ist das Schöne. Ja, du kannst, es ist nicht, oh, das darf ich nicht und das darf ich nicht, sondern, das darf ich und das darf ich. Es kommt auf die Kombination an. Und eben auf diese Balance, du erinnerst dich, rote Leuchtschrift, Balance. Darauf kommt es an. Wenn die Balance stimmt, dann kannst du die Schokosahnetorte essen und deine Pizza essen und was weiß ich noch alles essen, weil du weißt dann, wie es geht. Tipp Nummer 3, wenn du stärkehaltige Kohlenhydrate isst, kombiniere sie immer mit Fett und Protein. Ganz einfache Regel. Auch das kann in die Hose gehen, wenn es zu viel ist. Ja, wenn du dir dann den Teller volllädst mit allem möglichen Zeug, ja, ist es halt auch wieder nicht. Deswegen ist es wirklich so wichtig zu gucken, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin, welcher Typ bist du? Falls du übrigens noch nicht weißt, welcher Stoffwechseltyp du bist, du findest ein Quiz unter diesem Video, falls du gerade hier live zuschaust, findest du es jetzt noch nicht, aber auf meinem YouTube-Kanal definitiv unter diesem Video. Es dauert 3 bis 4 Minuten und dann wissen wir mal, welcher Stoffwechseltyp du bist und dann bekommst du personalisiert von mir dein Ergebnis mit ein paar grandiosen Tipps, was du gleich tun kannst, so wie jetzt auch. Also du hast gelernt, ja, mach eine Essenspause, mach die am besten nachts, wenn du eh schläfst. Reduziere die stärkehaltigen Kohlenhydrate auf 2 bis 3 Portionen am Tag und nicht dauerhaft, rund um die Uhr. Und kombiniere, wenn du Kohlenhydrate isst, immer mit einer Protein- oder Fettquelle. Wenn du diese Tipps jetzt schon mal umsetzt, ja, wenn du dich ja so ein bisschen reinkniest jetzt, dann bist du länger satt. Du schaust wirklich dem Funden beim Schmelzen zu. Und das Gegenteil zu einer Diät ist ganz einfach, dass du nicht, oh, jetzt nehme ich halt mal 3 Wochen lang ab und danach wieder zu, weil du lebst ja dann so. Und darum geht es. Es mit allem, ob das die Bewegung ist, ob das dein Stresslevel ist oder ob es die Ernährung ist oder noch viele andere Bereiche. Ja. Es geht immer darum, dass du es in dein Leben so integrierst, dass du Spaß dran hast. Ich will keine Diät, ich will keine Salatblätter kauen und sonst nichts essen. Salatblätter haben übrigens auch Kohlenhydrate. Nur mal so nebenbei erwähnen. Ja, und wie ich dir gesagt habe, ich halte nichts von Diäten, ich halte nichts von Kalorienzählen, ich halte auch nichts von diesem ganzen Tracking, also sprich alles akribisch aufzuschreiben. Ich war so froh, als diese 12 Wochen vorbei waren und ich hier vom Laptop weg bin, ich so, nie wieder schreibe ich irgendwas auf. Aber es war mega, mega interessant. Was bei mir zum Beispiel sehr interessant war, ich war immer unter meiner A, Fettzufuhr und B, meiner Kohlenhydratzufuhr. Es gab Tage, da habe ich mehr Kalorien verbrannt, als ich tatsächlich zu mir genommen habe. Super spannend, weil auch das, wenn du zu wenig isst, ja, dann ist dein Körper immer auf dieses Hunger. Ich habe nur Hunger und ich habe Hunger. Das heißt, der bunkert, wenn was kommt, und das kann doch so gesund sein, das bunkert der ein, weil er Angst hat, er muss wieder alles hergeben. Ja, also auch das, ich sagte ja, nach 20 Jahren Berufserfahrung durfte ich auch das am eigenen Leib erfahren.
Also diese Zeit war jetzt wirklich so mega genial für mich, weil das noch mal so mein ganzes Anschauungsbild von der Ernährung durcheinander gewirbelt hat. Ja. So, also wenn du diese Schritte umsetzt, länger satt, schaust dem Funken beim Schmelzen zu und du fühlst dich fantastisch. Oh, du fühlst dich einfach nur fantastisch. Und ja, natürlich merkst du es auch am ganzen Körper, besonders wenn du es mit der Bewegung integrierst, was wir übrigens beim Mission Possible Ape auch tun. Ja, du kombinierst es mit der Bewegung und du guckst in den Spiegel und du strahlst. Du strahlst über beide Backen und jetzt überleg dir das mal. Dann strahlst du ja nicht im Spiegel, sondern nicht nur im Spiegel, sondern du strahlst überall, weil es dir ja auch so gut geht. Und das wirkt sich auf dein ganzes Umfeld aus. Also du gewinnst auf ganzer Linie. So, meine Liebe, das war's schon. Ich bin, oh ja, meine Güte, ich bin viel zu spät dran. Habe jetzt gleich noch einen Termin für mein Autorinnenprojekt. Ja, das wird cool, sage ich euch. Lauter tolle Frauen, die euch dann inspirieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen deiner Tipps. Wenn du Fragen hast zu den Tipps, zu dir selbst, zu Mission Possible Ape, zu irgendwas, du weißt, wo du mich findest und ich freue mich, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir noch einen grenzgenialen Nachmittag, Abend, wann auch immer du dieses Video anschaust und bis ganz bald. Ciao, ciao, hier ist Kay.